neulich Abend im Büro von Moviepilot. Okay, jetzt ist ja mal Feierabend, alles weitere morgen, ja? Mach's gut. So, jetzt aber mal. Ich wollte mich gerade auf den Heimweg machen, als mich ein seltsames Geräusch aufhorchen ließ. Du kommst zu spät. Ich folgte der merkwürdigen Stimme und plötzlich... Wo bin ich? Ich hatte keine Ahnung, wo ich hier war, doch es musste irgendetwas mit diesem flinken kleinen Tier zu tun haben, das mich hergelockt hatte. Wo war ich hier gelandet? In Berlin war ich nicht mehr, so viel war sicher. Meist erhaschte ich nur einen kurzen Blick und ich war mir trotzdem sicher, ich folgte einem weißen Hasen. Oder war es doch ein Kaninchen? Meine einzige Chance auf Antwort, ich musste das Tier einholen und zur Rede stellen. Ich wusste, wo sich dieser verdammte Hase versteckt hält. Der verdammte Hase war ein Kaninchen und wieder entkommen. Ich beschloss, methodischer vorzugehen, um ihn zu finden. Ich hab's. Das ist das Beweisfoto. Ich bin nicht verrückt. Hier ist wirklich ein weißes Kaninchen. Es ist schon wieder weg. Hallo? Du kommst zu spät. Halt dich. Hallo? Diesmal war ich ihm dicht auf den Fersen. Doch ehe ich ihn erwischen konnte, flüchtete er sich in eine abgelegene Ruine. Was wollte dieses Tier? Wohin führte es mich? Immer wenn ich glaubte, es zu erwischen, landete ich wieder in einer völlig anderen Gegend. Und das Wetter wurde auch immer schlimmer. Machte sich das Vieh einen Spaß mit mir? Du kommst zu spät. Ich komme zu spät? Zu spät wofür? Wo sollte ich hin? Ich hatte das Gefühl, dass hier irgendetwas ganz gewaltig an mir vorbeilief. Es war sinnlos, nur alleine zu suchen. Ich brauchte Hilfe. Vielleicht erkannte ja jemand das Kaninchen auf dem Foto. Have you seen this rabbit? I think I've seen you over there. You take the next on the left. Yeah? And then on the right. I think it was over there. Yeah, you saw it? Yeah, I think so, yeah. Oh, that's great. I tried to hunt it down. Thank you very much. Have you seen that rabbit? Wow. Nope. Not today, I haven't anyway. But you have seen it? Yes, the white rabbit. Have you seen this rabbit here somewhere in the vicinity? Not recently, no. No. Doch das Kaninchen war in der Nähe. Ich spürte es. Have you seen any idea where to find this rabbit? Yes, it's right in the window, right above you there. The rabbit is in the window? Yeah. See, at the bottom corner of the window? Oh, yeah. Yeah, yeah, there it is. That's that rabbit. That's it. Any idea where it's coming from? Well, that rabbit come from in the Dean's garden. Oh. In the Dean's garden. In the Dean's garden. So yeah. The real rabbit might be in the Dean's garden. It is. Yep. Auch im Garten. Keine Spur von dem Vieh. Have you seen this rabbit? No. No? Nope. I'm really looking for it and I followed it to here. Alice. Alice? Yeah. She knows it. Try to ask Alice. Ich soll mal Alice fragen. Also ich habe da drin jetzt mal nachgefragt, von wegen ja, frag mal Alice. Die sagen, die haben noch nie was von einem weißen Kaninchen gehört. Noch nie. Wer war überhaupt diese Alice? Ich suchte lieber weiter und entdeckte immer neue, erstaunliche Gegenden. Doch das Kaninchen war mir immer eine Nasenlänge voraus. Du kommst zu spät. Kaninchen, es war ein Kaninchen, kein Hase. Und ich gab nicht auf. Ich war ihm bis nach London gefolgt und spürte, dass ich der Lösung des Rätsels ganz nah war. Bewaffnet mit meinem Foto durchstreifte ich die britische Hauptstadt und fragte. Excuse me, sir. Hi. Have you seen that rabbit? I haven't seen him since March. Doch auch wenn ich so einige Tipps bekam, das Kaninchen entkam mir immer wieder um Haaresbreite.
I suggest you ask the Mad Hatter. The Mad Hatter. Looks like it goes with him. Oh, okay. That's a great hint. Thank you. Thank you very much. Das mit dem Hutmacher, das klang wie ein guter Tipp. Also ich werde da jetzt mal reingehen und fragen. Na, das war natürlich mal wieder eine völlige Fallade. Noch nie was von einem weißen Hasen gehört und irgendwie sind die alle da drin ein bisschen verrückt. Also weitergesucht, quer durch London. Hin und her, her und hin. Irgendwie hatte ich das Gefühl, des Rätsels Lösung lag genau vor meiner Nase. Doch ich kam einfach nicht drauf. Wohin das Kaninchen wollte, blieb weiterhin ein Rätsel. Vielleicht hatte ich eine Chance, wenn ich ihm unterirdisch folgte. Und die Leute haben alle gesagt, ich wäre verrückt, einem weißen Hasen zu folgen. Verrückt, aber jetzt bin ich hier und bin mitten auf einer wunderbaren Teeparty. Ja, ich bin hier auf einer ganz merkwürdigen Teeparty gelandet. Da sind ganz viele Leute und die gucken alle ganz gebannt nach vorne. Ich glaube, ich lasse mich mal überraschen, was hier eigentlich passiert. Aber guter Tee, ja. The thing that really intrigued me was the opportunity to do 3D and Alice in Wonderland, because it seemed like a proper mix of the medium and the material. And a few years ago, I don't know if I would have been as intrigued about it. It just seemed like the sort of the trippiness of that world and the tool of the 3D seemed like a good mix. And also just going back and looking at the fact that there were, 20-some versions, and I've never really connected to any of them, but yet the characters and the images and the iconic, the way they've sort of infiltrated culture is just so strong, and so it just felt like it was a real interesting and great challenge. Nur weil du so lange gequatscht hast, ist mir dieser blöde Hase wieder gekommen. Ich bin dem Kaninchen jetzt durch ganz England gefolgt. Jetzt bin ich hier am Leicester Square in London und ich hoffe, dass ich es jetzt da oben erwische. Was will das Kaninchen am Leicester Square? Anyone seen? Have you seen that rabbit? No. Have you seen? Nobody's seen that rabbit. Oh, come on, folks. I got to find that rabbit. You seem familiar with rabbits. Have you seen that? Have you seen this rabbit? There's a bit of familiar resemblance, so I thought, Der Glamour, die Lichter, die Stars, ich hatte mein Ziel erreicht. Plötzlich machte alles Sinn. Alles fügte sich zusammen. Das Kaninchen hatte mich hierher geführt, zur Premiere von Alice im Wunderland. Und ich war nicht zu spät. Ich kann es nicht fassen, ich bin wirklich bei der Premiere von Alice im Wunderland, bei der Weltpremiere. Guckt, da oben steht es, Leute. Da steht Weltpremiere Alice im Wunderland und ich werde dabei sein. Das ist... Das wäre es ja auch gewesen, ich in London auf einer Premiere. Na gut, Feierabend. Wenn auch du von Alice, dem weißen Hasen, der Grinsekatze oder dem verrückten Hutmacher nicht genug bekommen kannst, dann mach den Alice-Test auf der eingeblendeten Adresse und finde heraus, welche Figur du bist im Wunderland. Ein Land voller Wunder.